Hallo und herzlich willkommen zu einer spontanen Aufnahme von Dead Space 3 mit dem Alex, dem Typen hinter mir. It's time to roll out. Jose und mir, dem Nico. Nico. Oh. Ich bin in der Terra Nova. In welcher Richtung ist das Shuttle? Santos, Sie haben die gespeicherten Aufzeichnungen gefunden. Was steht drin? Nur, dass das Shuttle außer Betrieb war. Sie wollten es aufschlachten. Super. Also weiß niemand, was genau ist. Es muss irgendwo noch detailliertere Aufzeichnungen geben. Ich sehe mich mal im Schiff um. Also, nochmal, herzlich willkommen, auch von mir. Ich bin hier Ihr Moderator und werde Sie durch dieses Spiel führen. Ja, mei, warum? Uli Hoeneß gerade hier in Bayern anstatt 5,5 Jahre nur 3,5 Jahre bekommen, muss ich hier doch nicht genauer erklären. Na, sagen wir es so, er hat zu viele Nachrichten geguckt und dabei mitbekommen, dass Uli Hoeneß der Bayern, lass mich lügen, Präsident. Mit Verspätung ist zu rechnen. Der Präsident von FC Bayern nicht gesagt hätte, ja, Steuererziehung mache ich gerne. Und deswegen ist er jetzt im Gefängnis. Und ob ihr es schon wusstet oder nicht, Kim Jong-un, Junge, hat in Nordkorea 100% Wahl bekommen. 100% Wahlergebnis. Das gesamte Volk hat ihn gewählt. Er wollte danach, dass man ihm sein Ohrläppchen krault. Weil er sich fühlt wie ein Bernardiner. Dein Labrador. Dalmatiner. Labrador, Dalmatiner, Käse, alles gleiche. Den man sehr dolle liebt und gerne streicheln möchte. Schmeiß ein kleines weg. Was war das? Es ist auch im Allgemeinen sehr schön zu sehen, wie das Inventar mit der Umgebung integriert. Wenn man zu nah an der Wand ist, dann kann der Hologrammprojektor das auch nicht so weit in den Raum projizieren. Hast du das weggeschmissen? Also ja. Das Ding da? Ne, so hat der große auch noch. Gut. Das mittlere immer noch. Instinktiv fühle ich zu, er trifft drauf. Geil. Ich hab Angst. Denk dran, auf der Taste mal in der Special-Nahkampf angeht. Stimmt, danke. Ach, hier ist nichts. Achtung, Energiereserven sind auf Standby. Frachtfunktionen sind offline. Links, da war was. Ein Tor. Erstmal die Dinger kaputt machen. Jetzt rechts da geradeaus zu, da ist was. Ah, da? Und dann links halten. Schiffsrekorder ein. Alle bereit halten für Drosselung. Okay, Edwards, es kann losgehen. Verstanden, Val. Auf der Brücke heißt das für dich immer noch Commander. Schon klar, Schätzchen. Retro-Schub aktiviert. Ruhig, Brauner. Das Logboot hat angelegt. Vielen Dank, dass Sie mit der Terra Nova geflogen sind. Und willkommen am Arsch des Universums. Okay, Leute, Beeilung jetzt. Tchaikovsky, du rufst Admiral Graves. Kettle, du meldest dich bei Cargo ab. Ist jetzt deine Show. Setzen wir die Schiffe ab. Aufnahme Ende. Schöne kleine Aufnahme. Links das blaue da. Loot. Hau den Scheiß weg. Ein kleines Medikament heißt das auf Deutsch. Ich will immer Escape drücken, um da rauszukommen. Kaputt machen. Geht nicht kaputt. Kaputt machen. Geht nicht kaputt. Ja, Text auch gefunden. Oh Gott. Ach, das kennen wir ja. Das Hackencam war es im zweiten Teil noch. Was hat sich das Mirko LP aufgeregt?
ne? Oh. So ein beessener Abiturient hier. Ja. Noch ein bisschen schneller. Hallo. Ich mach... Ah, oh. Oh Gott. Nun dreh doch mal. Was machst du denn? Ich merke gerade meinen Fehler. Nicht wunderlich, bin ich sehr gut im Hacken. Du bist nicht sehr gut darin, eine Maus zu bewegen. Sehr ruhig. Du könntest da auch wieder so zurückfallen. Weiß ich. Aber er hat es jetzt gebacken gekriegt. Sieht aus, als wäre unser Shuttle hinten im Schiff. Ich aktualisiere jetzt unsere Ortungssender. Ich will nur hören, dass es uns zum nächsten Raumfahrtweg bringt. Wenn wir es wieder flott kriegen. Laut Diagnoseprogramm ist das ein Schrotthaufen. Wir kriegen es doch wieder flott, oder? Überall um uns herum sind Ersatzteile. Ich bringe die Kiste zum Fliegen. Na klar. Das kriegen wir hin. Fliegen. Ich dachte, da kommt jetzt was. Holy moly! Ernsthaft? Das Ding hat mich erschrocken. Aber übel, ich habe erstmal hier Schnappatmung bekommen. Jetzt muss ich auf Klo. Na danke. Und denk immer dran, wenn die Nadel dich ins Auge sticht. Kommt hier, kein scheiß Dinger. Kanister, jetzt! Von wo? Ach, scheiß drauf, Leute. Ah, nein. Oh, da unten. Oh, die nehmen alle noch. Schneid ihm die Kacke ab. Hinter dir, geh erstmal hinten nach. Ich will nur kurz gucken. Ich wusste es. Da kam Paul. Nee, nein. Ich hab die Arme schief hier. Ich tu doch schon! So, jetzt sammeln wir das da ein. Hydraulikantrieb kann ich nicht mitnehmen. Benutzt den kleinen Lied. Ich will immer Escape drücken. Will ich hier lang? Ja. Okay. Ich dachte, wir sind nachher von dir. Ich hätte gerade die falsche Waffe. Ja, falsch. Sehr schön. Nächstes Mal kannst du auch Weltkarte benutzen. Dann ist das vielleicht die Level. Darf ich mal eine kurze Frage stellen? Ja, 10. Ah, dankeschön. Von da kam eins dieser Dinger.
will da rein. Lass mich da rein genug. Gibt's ja auch eine Sniperwaffe in dem Spiel, wo ich irgendwie so schön. Oder so ein Barrel Cleaver 50. Glaube nicht. Isaac macht den direkten Kontakt. Oh. Wow. Ein alter Sucherbot. Ein Aimbot. Könnte noch nützlich sein. Oh, sieht süß aus. Wie eine Schildkröte. Wie im Radar folgen. Ach, guck doch mal, worauf das hinzeigt, Mensch. Sag mal. Gut. Zeigt nie, gut, das ist jetzt nur wirklich nicht schwer. Da zeigt's. Nein. Da. Jetzt geradeaus. Ah, okay. Wie viele Suchtdrüsen kann man im Spiel haben? Das weiß ich doch nicht. Du weißt alles. Du hast dich doch belesen. Okay. Nein, aber nicht über diesen Bot. Sei es, worum ich mich belesen habe, ob es in diesem Teil auch wieder hier von diesen unbekannten Regeneratoren gibt, diese unsterblichen Viecher. Und sagen wir es mal so, ja, gibt es. Und der wird doch bald kommen, in diesem Stück hier. Und zwar mehrere von denen, gleichzeitig. Ich mag den Nahkampfangriff. Wer kann einen aus manch brenzliger Situation rächen? Ernsthaft, Kleiner. What? Ich habe sie getroffen! Ja, es ist weggepackt. Du weißt ja gerade. Geil, wie er abgehoben ist. Also, der hat auch nichts Besseres zu tun, außer Pariat. Oha. Hier kümmern sich also diese komischen Spinnen um die Infektion der Leichen zu den Viechern. Im zweiten Teil war es noch diese Fledermaus da, die mit dem Stachel, wo sie dann so den Kopf gestochen haben und dann. Stimmt. Kann ich mich auch noch vage daran erinnern, ich habe keinen Bock mehr drauf. So, da wir hier in einen nun gekliedeten Raum gekommen sind mit Werkbank, nutzen wir dies auch gleich als Punkt, um diesen Part zu beenden. Dann, Entschuldigung, möchte ich mich auch bedanken, dass ich hier sein darf. Und auf Wiedersehen. Ciao.